Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, der Monat April ist schon wieder um. Wir haben Mai und deswegen gibt es heute meinen Lesemonat für euch. Gestartet hat mein Monat mit dem Thriller-Leseclub. Da haben wir zusammen gelesen von Chevy Stevens, Still Missing. Ich habe das hier in einer sehr süßen kleinen Ausgabe. Das Buch hat mir nur so mittelmäßig gefallen. Es geht hier um Annie. Sie ist Immobilienmaklerin und sie befindet sich in einer Immobilien und wartet auf einen potenziellen Käufer. Der Käufer kommt, sie ist sehr gut aussehend, sehr charmant und ja, hat aber nichts Gutes im Sinn mit Annie. Er entführt Annie am helligsten Tag aus, ja, aus dieser Immobilie, aus diesem Haus. Verschleppt sie auf eine Hütte und hält sie dort als seine Frau gefangen. Ja, für mich war das Buch leider nur mittelmäßig, weil ich es sehr fragwürdig gefunden habe, wie Annie sich an manchen Stellen verhält. Ich ja, bin da nicht mit ihr d'accord gegangen, kann mir das nicht so gut vorstellen, dass das so ablaufen würde, gedanklich bei so einem Opfer. Und auch wohin sich das Ganze am Ende zuspitzt, hat mir überhaupt nicht gefallen. Also das Ende, das war für mich total unpassend und inszeniert und ja, diese Beweggründe von dem Entführer, also das, ja, das war mir einfach nichts. Das hat mir nur mittelmäßig gefallen. Es gab ein paar spannende Szenen, als wir da in der Hütte sind. Das will ich nicht abstreiten. Aber es gab auch sehr, sehr viele unschlüssige Sachen, die mir nicht so großen Spaß gemacht haben zu lesen. Also ein eher durchwachsener Start in den Lesemonat. Danach habe ich mit einer lieben Zuschauerin, der Sarah, zusammen Sebastian Fitzek, der Insasse, gelesen. Da bin ich mit, ja, so ein bisschen Zweifeln dran gegangen, weil es doch sehr geteilte Meinungen zu dem Buch gibt. Aber ich muss sagen, Sebastian Fitzek hat mich mit diesem Buch total überzeugt. Das Paket hat mir damals gar nicht gefallen. Das war mein erstes Buch von ihm. Seitdem bin ich so ein bisschen auf Abstand gegangen, habe auch nichts weiteres mehr gelesen. Aber mit diesem Buch hat er es geschafft, dass ich weiteres von ihm lesen möchte, auf jeden Fall. Ich fand es grandios. Hier geht es um Till Bergmann. Till verliert seinen Sohn, der ist entführt worden und ja, verzweifelt an dieser Entführung. Die Ehe droht zu zerbrechen. Ja, es gibt, er macht sich große Vorwürfe auch und ja, er sieht eines Tages den letzten Ausweg, sich selbst in die Psychiatrie einweisen zu lassen und ja, sich dort auf die Suche des Mörders zu begeben. Am Anfang dachte ich so, ob das so logisch ist, wie er in diese Psychiatrie reingeraten ist, weil ich hatte mir das irgendwie einfacher vorgestellt, weil wenn es mir nicht gut geht und ich denke, man kann sich ja auch selbst einweisen lassen, da musste ich so die ganze Zeit dran denken. Dann sind Sarah und ich irgendwann zu dem Entschluss gekommen, wir stellen uns das jetzt so vor, weil das ja auch verurteilte Mörder zum Teil sind, die da sitzen, dass das einfach so ein, ja, so einen leichten Gefängnistouch hat, weil es halt mit enormen, also mit gefährlichen Straftätern zu tun hat. Deswegen werden sie dann auch so einen Aufwand betrieben haben, um ihn da reinzukriegen. So haben wir uns das Ganze dann stehen lassen. Will ich auch nicht weiter hinterfragen. Fitzek hat sich diesen Weg ausgedacht und dann nehmen wir den einfach mal so hin. Wo uns die Geschichte dann zum Ende hingetrieben hat, fand ich Wahnsinn. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich bin total übers Ohr gehauen worden von diesem Buch. Und das liebe ich, wenn Thriller das mit mir machen. Das ist so ähnlich wie bei Krähenmädchen gewesen, wo es zum Ende hin eine komplett andere Sichtweise auf dieses Buch gab und alles, was wir erlebt haben, irgendwo in Frage gestellt hat. Also, wenn ihr noch mehr solcher Bücher mit solchen Enden kennt, dann immer her damit. Da wäre ich sehr dankbar für Tipps, weil das liebe ich im Moment sehr. Genau, deswegen hat das meinen Monat schon deutlich aufgewertet.
Dann ging es weiter, da habe ich mit einer anderen lieben Zuschauerin, der Karin, Lieber Dogo, das Lied der Krähen, den ersten Teil, gelesen. Das hat mir auch mega gut gefallen. Wobei, ja, ich würde einen kleinen Punkt abziehen, weil ich es anfangs schwer hatte, in das Buch reinzukommen. Also, ich sag mal, bis zur Mitte hin hatte ich mit den Begriffen Schwierigkeiten, mit der Welt Schwierigkeiten und auch mit dem ein oder anderen Charakter so meine Schwierigkeiten. Ab der Mitte ist es dann geflogen, ist es dann, ja, ich konnte gar nicht mehr aufhören zu lesen. Ich habe mir auch einige Stellen markiert, wo sehr schöne Zitate genannt wurden. Und ja, der Schreibstil hat mir ab dann auch sehr gut gefallen. Ich musste nur ein bisschen in die Geschichte reinfinden. Ich weiß nicht, ob es mir leichter gefallen wäre, dieses Buch zu lesen, wenn ich die Grisha-Trilogie vorher vielleicht gelesen hätte und ich in der Welt schon mal gewesen wäre und die Begrifflichkeiten schon mal wenigstens gehört hätte. Mag sein, dass es mir dann etwas leichter gefallen wäre. Das würde ich gerne mal noch ausprobieren. Deswegen wird dieses Buch auch auf keinen Fall ausziehen. Ich werde das in meinem Regal stehen lassen, werde mir irgendwann die Grisha-Bücher holen und werde es danach nochmal lesen, weil ich den Unterschied gerne wissen möchte. Ja, hier geht es ja um Cass, einen Dieb im Barrel, wie es genannt wird, in einer Stadt, die nennt sich Ketterdam, in einer Hafenstadt. Und ja, er soll einen Auftrag übernehmen. Er nimmt diesen auch an, weil es um horrende Summen geht und ja, schart eine Truppe um sich, die sehr außergewöhnlich ist, die er sehr außergewöhnlich zusammengestellt hat. Und zu sechs ziehen sie dann los, um diesen Auftrag zu erfüllen. Was ich gut finde, ist, dass Lieber Dogo das so aufgebaut hat, dass jedes Kapitel einem Charakter gewidmet ist. Das heißt, man kann sich schon an der Überschrift so ein bisschen darauf einstellen, wo es jetzt weitergeht, an welchem Strang weitererzählt wird. Und zu jedem Charakter wird so peu à peu auch tiefer in die Vergangenheit gegraben. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil wir die Charaktere so peu à peu gut kennenlernen oder besser kennenlernen und die Beweggründe auch verstehen und auch verstehen, warum sie so sind, wie sie sind. Und ich finde es sehr gut, dass Lieber Dogo nicht so stereotypische Charaktere geschaffen hat, sondern ja, nicht alles, was gut ist, bleibt gut und nicht alles, was böse scheint, ist auch böse. Es hängt immer mit den Beweggründen und mit der Vergangenheit zusammen. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Also die Charaktere in diesem Buch sind wirklich wahnsinnig. Und ich freue mich jetzt auch schon auf den zweiten Teil. Ich möchte wissen, wie es weitergeht mit dieser zusammengerotteten Bande. Und die sind mir doch zum Teil schon sehr ans Herz gewachsen. Und ja, beendet habe ich den Lesemonat dann mit Alexa Henning von Lange Kampfsterne. So sieht das aus. Das ist ein Buch, da fällt es mir sehr schwer, euch zusammenzufassen, worum es geht. Wir befinden uns in den 80er Jahren in der Bundesrepublik. Wir begleiten in diesem Buch drei Familien. Und auch in diesem Buch haben wir keine Kapitel, sondern wir haben immer... Moment, ich such's mal eben. Wir fangen immer mit einem Namen an über dem als Kapitel, so nenne ich es mal. Und wir bekommen Einblicke nicht nur... Also diese, langsam, ich muss mich mal gerade sortieren. Also die Kapitel sind jeweils von unseren unterschiedlichen Protagonisten erzählt, in der Ich-Perspektive. Und deswegen bekommen wir nicht nur von einem alleine die Sicht auf diese Zeit, sondern von allen Charakteren in diesem Buch. Jeder kommt mal zu Wort. Wir haben die Sicht von den Frauen, wir haben die Sicht von den Männern und wir haben auch die Sicht von den Kindern. Und so erleben wir ja einen alltäglichen Sommer in diesem Wohnviertel, wo sich alle drei Familien wohnen in dem gleichen Wohnviertel. Und es ist ein Buch, es ist schwierig zusammenzufassen. Es passiert, es läuft jetzt nicht auf eine riesige Handlung hinaus. Es ist so ein bisschen aus dem Leben gegriffen. Und es geht um, ja, um Eheprobleme, es geht um das nicht mehr Achtung haben voreinander, es geht um, wie der Alltag einen einholen kann, es geht darum, dass man ja, nicht befriedigte Träume, nicht befriedigte Bedürfnisse, es geht um die Kinder, die fordern, die
Elternteils auch überfordern, überforderte Elternteile. Es geht um häusliche Gewalt, es geht aber auch um ignorantes Verhalten dem Partner gegenüber, aber auch ignorantes Verhalten zum Teil den Kindern gegenüber. Ja, die zum Teil einfach nur so nebenher laufen, mit denen sich auch nicht so wirklich beschäftigt wird, wo man auch froh ist, dass man die Kinder mal zu einem Freund abdrücken kann, um mehr sich selbst verwirklichen zu können, um mehr Zeit für sich selbst zu ergattern. Es geht um die Liebe, die verloren geht. Wo fängt Fremdgehen an? Fängt es schon im Kopf an oder muss da wirklich was für passieren? Um solche Themen geht es. Und dann passiert zum Schluss doch noch was recht Heftiges. Und zwar kriegen wir es zum Schluss noch mit einer Vergewaltigung zu tun. Und ich hätte niemals gedacht, dass mich dieses Buch so aufwühlen wird. Es sieht so unscheinbar aus, aber ja, für mich eine ganz, ganz klare Leseempfehlung, weil es um so viel in diesem Buch geht. Es hat mich mega umgehauen. Ich habe das Buch in 2 Tagen gelesen. Es ist jetzt auch nicht sonderlich dick, 224 Seiten hat es, aber trotzdem, es ist irgendwie so, man kriegt so vor Augen gehalten, was alles schief gehen kann und welche Handlungen, welche Konsequenzen nach sich ziehen können. Eine Handlung ist mir doch sehr überspitzt. Das werdet ihr dann auch sehen, wenn ihr es lest. Dann wisst ihr bestimmt, was ich meine. Dass dieser Charakter so ausrastet in dem Sinne, war mir ein kleines bisschen zu überspitzt. Aber nichtsdestotrotz hat mir das Buch sehr, sehr gut gefallen. Und wenn euch nur ein bisschen was angesprochen hat von dem, was ich gerade erzählt habe, dann schaut es euch mal an, denn es lohnt sich wirklich. Ja, das war mein Lesemonat. Diese 4 Bücher sind im April vom Sub befreit worden. Eine sehr bunte Mischung, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich hoffe, der Mai geht weiter so. Achso, das wollte ich euch auch noch gerade zeigen. Auch Alexa Henning von Lange hat mich mit manchen Sätzen sehr ans Nachdenken gebracht, die ich mir markiert habe, die ich mir auch noch rausschreiben werde. Das sind so einige Sätze, auch von den Kindern. Was Kinder alles mitkriegen, was in dem Erwachsenenleben so vor sich geht, wird ja oft unterschätzt. Deswegen, ja, sehr, sehr schönes Buch. Genau. Das war's. Was habt ihr im April gelesen? Hattet ihr auch so eine schöne bunte Mischung? Wie ist es euch ergangen? Habt ihr vielleicht ein Highlight aus dem April, was ihr mir empfehlen könnt? Und das wär's dann von mir. Bis dann. Schaut wieder rein. Tschüss.